Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu der Sendung hier auf Regio TV Plus. Unser heutiger Studiogast ist Conny Cuadoro. Und gehen gerade schnell ein bisschen auf den Namen ein. Es ist Goldkehle, die hier angesprochen ist. Und eigentlich heisst es ja Goldiges Herz. Und das hat Conny auch wirklich. Conny, viele Sachen haben wir jetzt auf dem Plan, wo wir darüber reden sollten. Gehen wir zuallererst los. Ich habe dich kennengelernt einmal mit deinem grossen Abenteuer Eurovision-Song. Wie ist das seinerzeit gegangen? Wie hat sich das geäussert? Wie ist das gelaufen? Und wie ist das rausgekommen vor allem? Ich habe nie mehr etwas gehört. Ja, es ist eine Idee entstanden mit Freunden von mir, die mit mir Musik machen. Und wir haben das dann umgesetzt. Und weil wir gesagt haben, ja, in der Schweiz läuft eigentlich wenig, wir können international nicht mithalten. Wir haben dann mehrfach probiert, tolle Songs einzureichen. Sind auch sehr gut bei den Kritikern angekommen. Aber leider haben wir nie irgendwie die Chance gehabt, weiterzukommen. Aber macht nichts, man darf nicht aufgeben im Leben. Und wir sind eigentlich immer fest dran geblieben, haben es dreimal eingereicht. Und es hat immer wieder geheißen, danke schön vielmal, probiere es doch das nächste Jahr wieder. Love is in my heart, love is in my soul, love is a gift for me and you. Love is in my heart, love is in my soul, love is a gift for me and you. All day long, I constantly want to touch you. Wie sind wir denn in der Zeit vorgegangen? Ich meine, wenn man ja die Idee fasst, dann hat man schon ein bisschen die Challenge immer hinter dran gedacht. Jesus Gott, was mache ich jetzt für ein Lied, damit ich gewinne? Und ich stelle das immer wieder ein bisschen fest. Eurovisionslieder sind konstruiert. Habe ich wenig das Gefühl, es kommt jemand, der sagt, oh, ich habe so ein schönes Lied geschrieben und das würde sich jetzt eignen für eine Eurovision. Sind ihr planmässig dran gegangen? Oder war es eine Inspiration gewesen? Nein, wirklich. Inspiration, nichts planmäßig. Nicht gelost, was letztes Jahr gewonnen hat, das bringt gar nichts. Weil so sind alle Songs fast aufgebaut, dass man guckt, was hat letztes Jahr gewonnen. Und das haben wir eigentlich nicht wollen. Wir haben einfach das, was mir in Sinn kommt, in der Nacht, auf dem Schiff, egal wo ich bin, dann sehe ich eine Situation und dann inspiriert mich das und dann komponiere ich. Und so gehen wir eigentlich an die Lieder ran, respektive ich, und dann wird es mit meinen Kollegen dann produziert. Jetzt ist die Gitarre gerade ein bisschen früher gerutscht. Sie ist nämlich ein wichtiges Teil in deinem Leben. Ja. Singen ist eine Sache. Du spielst aber auch selber. Ja. Heisst das, dass wirklich der Anfang von deinen Ideen, das passiert bei dir im Stübli? Also, der Anfang ist bei mir im Studio zu Hause. Und zuerst mit der Gitarre gehen die einzelnen Riffs. Und dann geht es mit dem Synthesizer, wird dann weiter probiert, so wie das klingt. Und dann schreibe ich die Songs und dann Charlie, Freund von mir, macht dann die ganzen Spuren, zieht die raus und dann produziere ich mir das eigentlich. Dann gehen wir weiter auf die nächste Produktion und dort ist eine ziemlich grosse Geschichte dahinter. Jetzt reden wir von Ella. Conny, ich glaube, du musst in diesem Moment den Leuten gerade mal zuallererst sagen, was ist Ella? Du hast ein Lied geschrieben für Ella. Ella? Ja. Ella? Ella ist European Leukodystrophy Association. Also eine sehr bekannte Institution, muss man sagen, für die erkrankten Kinder. Ganz bekannt Zinedine Zidane, Pascal Zuberbühler, meine Wenigkeit jetzt. Die drei Botschafter, die unbedeutendste, aber nicht weniger eine Herzensangelegenheit. Ich durfte es bei einem Golfturnier, Charity-Turnier kennenlernen. Und die Idee war eigentlich von Pascal Zuberbühler, dass man ein großes Event macht im Joggerli. Sein Abschiedsspiel und das zugunsten von Ella. Und er hat gebeten, dass man Ideen bringt. Und ich habe gesagt, ich schreibe dir einen Song. Dann hat er ein bisschen gelacht. So. Ja, er hat mich nicht gekannt. Und dann habe ich das eigentlich umgesetzt. Und er ist konsterniert. Er hat gesagt, sowas gibt es nicht. Ich habe gesagt, doch, wir machen das. Und wir haben das dann super gut können umsetzen. Und es ist wirklich eine tolle Produktion geworden. Zugunsten für Ella. Wir sehen jetzt auch gerade ein bisschen Ausschnitt vom Video. Was war dort für dich denn Triebfeder zum Mitmachen? Natürlich bist du eingeladen worden, aber wie ist die Beziehung jetzt auch zu den Kranken, zu den Menschen, die dort wirklich sehr schwer haben? Erzähl mir auch etwas vielleicht ein bisschen. Ja, also
Wenn man die Kinder sieht, dann erschrickt man sehr. Es gibt verschiedene Formen und die Verlaufsformen sind im schwierigen Ablauf von der ganzen Krankheit tödlich. Und das hat mich sehr bewegt. Ich durfte dann den Sohn von der Präsidentin kennenlernen. Und der junge Mann, der hat so gestrahlt und der hat gezeigt, dass man trotz der schweren Erkrankung Freude am Leben hatte. Und das habe ich in den Song eigentlich mit reingebracht, mit die Sparkling Eyes. Der guckt einen an und der war so gerührt ab der Idee mit dem Song und der hat mich so inspiriert. Ich denke, das muss dort rein. Und wir haben heute, der heißt Arno. Und der ist für mich immer noch, wenn wir uns sehen, das ist ein großes Hallo. Und die Kinder liegen mir am Herzen. Und für mich ist wichtig, einmal im Jahr entweder Konzerte zu machen zugunsten von Ella. Oder wie gesagt, nochmal ein Charity-Golf-Turnier für Ella machen, was dieses Jahr leider ins Wasser fällt durch Freund Corona. Aber es ist eine große, große Herzensangelegenheit von mir, mit meinen bescheidenen Mitteln ein paar Familien wirklich ein tolles Weekend oder irgendetwas zu ermöglichen. Weil uns geht es eigentlich so gut. Es ist eine wunderbare Sache für jemanden, der es nicht so gut hat im Leben. Stop and turn your head. Du arbeitest auch im Spitalbereich, bist in der Anästhesie tätig. Wie kannst du dich mit so einem Job, man sieht auch dort viele Sachen, wo holst du deine Freizeit? Gehst du dann auch singen in der Freizeit? Bist du in einem Chor, bist du in einem Verein sonst noch dabei oder ist das alles solistisch? Nein, ich bin natürlich in der Freizeit ganz viel in Sachen Musik unterwegs. Ich singe im Spirit of Soul Chor in Alschwil, wo ich schon fast 25 Jahre dabei bin. Tolle Sache, tolle Lieder, tolle Leute. Das ist immer, auch wenn man sich wohlfühlt in einer Gruppe, kann man viel, viel erreichen. Unser Chor hat qualitativ die letzten 20 Jahre so einen riesigen Sprung gemacht. Und es macht richtig Spaß. Singen viel, wir haben große Konzerte schon gegeben. Und es ist wirklich eine tolle Sache, dort als Solist auch dürfen singen. Nicht nur immer als Solist, sondern auch in der Gruppe sich zurücknehmen. Das ist auch eine super Sache. Vierstimmig singen ist einfach super. Conny, los jetzt mal. Wie sind ihr denn jetzt in dieser Zeit damit umgegangen? Kein Chor konnte singen, haben einander geskypt und einander gegenseitig etwas vorgesungen. Hat man Kontakt auch mit dem musikalischen Leiter oder Leiterin denn in dieser Zeit? Ist man da weiter am Träumen, sage ich, von den nächsten Auftritt? Ja, man ist einfach am Träumen und wir haben jetzt alles abgesagt. Und wir sind aber alle in Kontakt, weil wir untereinander sehr verwurzelt und befreundet sind. Und klar können wir im Moment nicht singen. Aber wie gesagt, wir schauen jetzt, dass es losgeht, dass wir Einzelstimmentraining machen wieder. Und so. Und ich biete dann auch wieder an, dass ich mit den einzelnen Stimmen auch Gesangsübungen mache, zum Chorleiter dazu, dass wir wirklich wieder auf ein stimmliches Niveau wiederkommen. Weil wenn man halb, dreiviertel Jahr nicht singt, dann geht viel verloren, wie du selber weißt. Man rostet ein, nicht nur in den Händen, sondern auch stimmlich. Und wir probieren dort wirklich, dass wir jetzt wieder Gas geben können und damit nächstes Jahr unser Jubiläumskonzert stattfinden darf. Und das wäre eigentlich jetzt so das nächste Ziel. Habe ich jetzt gerade darauf eingekommen, das nächste Ziel generell für Conny. Wenn ich jetzt alles ein bisschen zusammennehme, was du mir erzählt hast, klingt mir eigentlich in meiner Fantasie auch, das alles zusammenzuwischen. Und dann müssen wir doch vielleicht einmal zusammen mit dem Chor und der Unterstützung von Ella ein neues Eurovision-Songlied machen. Das wäre auch mal etwas. Dreist du dich noch mit dem Gedanken, dort noch mal einzusteigen? Wäre das noch mal ein Reiz?
Ja, natürlich, wenn eine Anfrage käme diesbezüglich, bin ich immer bereit, wieder etwas zu komponieren. Im Moment ist das natürlich nicht im Vordergrund. Hast du Inspiration jetzt? Immer. Ich habe immer Inspiration. Auch ich habe viele Songs jetzt geschrieben in dieser Zeit. So, die sind noch nicht auskomponiert, aber es sind sehr viele Titel und ganz viele Ideen entstanden. Die schlöfeln alle in meinem Keyboard daheim. Aber wenn wirklich etwas käme, Anfrage und so weiter, würde ich natürlich das finalisieren. Und ich bin jemand, der kann in einer Stunde einen Song schreiben, wenn es mir gut läuft. Dann, das muss alles, wenn Spirit ist, dann geht das. In einer Stunde, anderthalb, zwei ist der textet. Und ich habe dann noch eine gute Freundin, die textet, wo manchmal nur sagt zum Refrain, jetzt machen wir das noch so und so. Das heisst Katja Schneider, die ist super gut im Texten und sie unterstützt mich da wahnsinnig gut, das manchmal richtig auszuformulieren, was ich will sagen, weil ich bin sehr eher auf Musik richtig, aber Text braucht es dann manchmal, du weißt selber als Musiker, wie das ist, dann braucht es, jetzt machen wir das so, oh yes, that's it. Conny, ich denke, wir hören an dieser Stelle auf. Ich bin gespannt, was wir hier noch von dir weiter mitkriegen. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Freude gehabt jetzt beim Zurückschauen auf diese zwei tollen Projekte. Behaltet euch das Projekt Ella auf jeden Fall warm. Conny wird nach wie vor für weitere Unterstützung. Es ist eine wichtige Sache und es sind Menschen, die man auch in dieser Zeit nicht vergessen sollte. Adi Minante.